Wenn Wolfgang Walter ein Bild macht, dann sind Energien am Werk, die vorderhand nicht mit Kunst in Verbindung gebracht werden. Da wird geschüttet, gekratzt und geschabt. Da wird gerüttelt, gewischt, gespritzt. Er putzt und pinselt und streichelt, im Stehen, im Sitzen, im Knien, am Boden, an der Wand, am Tisch arbeitet Walter. Er bearbeitet die in den Keilrahmen gespannte Leinwand. Auch akustisch ist das durchaus ein Ereignis. Dann wieder tritt er zurück, sind ein wenig, um sich erneut auf das Bild zu stürzen, um das bis jetzt Getane wieder zu modifizieren, aufzubauen, zu zerstückeln, zuzuschütten, aufzuschneiden. Während seiner Arbeit überschreitet Walter die Grenzen der Malerei weit und echte Tiefenräumlichkeit kommt ins Spiel. Relief, eine fragile haptische Qualität. Farbe, Sand, Leim etwa werden schnell und heftig aufgebracht, um eine Grundlage zu schaffen, eine machtvolle, gültige Oberfläche. Es ist dies ein prozessorientiertes Arbeiten, das getragen ist vom Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, von der Sicherheit, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Keine vorgefertigten Konzepte und Überlegungen steuern die Bildwertung, sondern Spontanität und ein Höchstmaß an Subjektivität. Walters Bilder sind die unabsehbaren Resultate von Vorgängen, die aus seinem Inneren drängen und Gestalt annehmen. Dennoch ist Walter kein Actionpainter. In all seinem Tun waltet die feste Instanz einer feinen Kontrolle, die als eine Mischung aus Erfahrung und Entdeckerfreude die Dinge wie aus der Ferne überwacht. Seine künstlerische Vorgehensweise ist von einem Verstand geleitet, der sich zurücknimmt im Wissen, dass nur so wirklich Neues entstehen kann. Die eigentliche Arbeit besteht im Verändern dieser Oberfläche, im Bearbeiten der eigenen Materialprämisse, bis der Künstler die Leinwand in einen Zustand gebracht hat, den er als Bild definiert. In diesem Augenblick ist die Arbeit daran beendet. Weitere Modifikationen werden nicht vorgenommen. Viel mehr als Kompositionen im strengen theoretischen Sinn sind Walters Bilder gestaltete Oberflächen. Das Kompositionelle ist bei ihm die notwendige Organisation der einzelnen Oberflächenbestandteile. Das Gerüst, in dem die Sensationen eingehängt sind. Es ist lediglich der Zugang zum Eigentlichen. Denn das ist ein zentrales Element in Walters Kunst. Unbekanntes, noch nicht Geschautes, nie Dagewesenes soll in seinen Bildern sein. Eine Verwerfung etwa, die sich dem beschleunigten Trocknungsvorgang zweier unverträglicher Materialien verdankt. Stellen im Bild also, die aus dem Zusammentreffen von Willen und Zufall hervorgehen, die mithin vorneweg nicht planbar sind. Die Komposition ist die oberste Fläche, von der aus man in die Tiefe gelangt. Deshalb spielt sie bei Walter gleichermaßen eine wichtige und eine untergeordnete Rolle. Man braucht sie, um ins Bild zu kommen, doch dann lässt man sie hinter sich. Man begibt sich auf eine Augenreise in die Geologie des Bildes.
Wolfgang Walter versteht es, seine Bilder das zu sagen, wenigstens fragen zu lassen, was an den Begriff der Oberfläche stets gekoppelt ist. Das dahinter, das darunter. Eine Oberfläche steht nie für sich allein. Immer ist sie nur das Sichtbare, hinter dem sich verbirgt, was verborgen sein soll. Dieses illustre Changieren ist nicht allein ein philosophisches Spiel. Bei Walter ist es die Visualisierung quasi physikalischer Vorgänge. Dass Verwitterung bei ihm eine große Rolle spielt, verwundert nicht. Wind, Regen, Kälte, Hitze setzen Außenwänden zu. Mit der Zeit widersteht kein Menschenwerk diesen Elementen. Walter spielt diese Zersetzungsprozesse nach. Er beschleunigt die Zeit und lässt in rasender Geschwindigkeit seine selbst hergestellten Oberflächen altern. Nicht um ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen, sondern im Gegenteil, um sie zu Trägern einer immensen Fülle an Geheimnissen aufzuladen.